So, meine sehr verehrten Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Splinter Cell Blacklist. Mein Name ist der Alistair Burger. Und wir werden jetzt erstmal etwas weiter ausrüsten. Ausrüstung, was haben wir denn noch? Ein Trikopter. Wir müssen mal gucken, dass wir hier mal ein bisschen offensiv gehen. Kaufen und ausrüsten, ja. Eine Blendgranate. Ist eigentlich auch optimal für uns. Ausrüsten. Können wir den Shit mal wegmachen. So, jetzt haben wir noch 21.000 nur. Das heißt, wir haben immer noch Ausrüstung. Wir können nichts weiter anpassen. Na gut. Ist aber Spezialwaffe, Armbrust, das Ding. Ha. Das ist okay. Den Ops-Anzug. Der ist teurer. Handschuhe können wir machen. Korvette. Ja, wir müssen uns ja weiter vortasten. So, was haben wir noch? Wir haben jetzt noch 5000, das kostet 40. Das kostet 16. Wir werden am Ende auf dem da gehen, auf Panzerung. Okay. Dann haben wir Sam Fisher jetzt. Dann können wir die nächste Mission machen. Da, wir sind gerade in Greenland. Grönland, ach so. Und jetzt gehen wir in die neue Quest. Briefing Star. Sam, we got a problem. The net's crawling with info about Coben. People think he got scooped to cut some deal with Uncle Sam. What'd they find out? From us. Us? Grim didn't tell you? Saving Chicago didn't get us any leads. You told us to hunt Sadiq. We needed bait. You didn't clear this with me. So you can call audibles in the field all day, but we aren't allowed to execute a plan? What's throwing Coben to the dogs get us? Reza Nouri. An hour after I leaked the Coben intel, my email was forwarded to him dozens of times. Tracking software. Single pixel web beacon. It's the best picture we could dig up. The intel we pulled makes up for it. NSA suspects Nouri has ties to Iran. Images are uploaded, Grim. Thanks. This estate is a fortress. Cutting-edge security, ex-military guards. It's all good, Sam. You want to bust into a fortress? I got exactly what you need. What? You want it now? Because, I mean, it's not finished, per se. I'll just get it. What's our move? Das ist für gewöhnlicher Zeitpunkt, um die Mission zu starten. Yes, thank you. Reza Nouri knows you've been caught, thinks you've turned informant. Shit, how'd he find out? Bad luck, I guess. I want to know why he's worried. I don't know. I supply materials, he supplies the muscle. We have a lot of mutual friends. I rigged a high energy density capacitor and EMP into a tri-rotor. And I'm still working out the bugs, but if we're talking about trashing a security system... What's in the case? Thermite. Scored it for some friends who do B&E. Go on missions, sometimes. Add it to my loadout. Anything else you may want to tell me, Coben? Look, I might have a guy who did some work on Nouri security. I could find out what he knows. Make it happen. Nouri's place is going to be Ambush City. So if you want to turn the tables, yes, I'm... Privates Anwesen. Oh, es geht hier richtig die Post ab. Coben cough up any info? Believe it or not, yes. Nouri had a panic room installed. There's one hitch, though. Coben's source doesn't know its location within the estate. Brilliant. Do you want to hold off? No. Could work to our advantage. No need to chase Nouri down if he backs himself into a corner. How do we force Nouri into the panic room? We knock the power out. Give me access to the sec station to find the junction box and we're golden. Location? Head towards the main gate, uploading directions to your opsat. Ich
ich will runter. Ach so, muss ich manuell machen. Okay. Dann werden wir mal gucken. Na, na, guck mal her. So. Dich bringen wir mal da hoch und legen dich hinter die Blumen, damit dich keiner sieht. Makes sense, ne? Und dich könnte ich eigentlich auch wegballern. Perfekt. Und dann tragen wir dich weg. Und legen dich zu meinem anderen Kollegen. Da war ein Laptop. Den hole ich mir. So. Dich werfen wir. Damit wir dich hier oben wieder aufheben können. E halten. Achso. Das verchecke ich, glaube ich, ein paar Mal. So, dann gute Nacht, Kollege. Tschau. Durchaus keine einfache Situation. Was habe ich jetzt eigentlich alles dabei? Tränengas und eine Blendgranate. Nee, noch will ich den Kram nicht einsetzen. Eigentlich kann ich sowieso schon vergessen. LOL. Was will der Köter von mir? Der Köter hat mich getötet. Das gibt's nicht, weil der Köter angerannt kam. Jetzt muss ich hier oben anfangen. Ich habe die Typen gerade abgeballert. Na gut, da ich weiß, da kommt keiner gucken, kann ich hier auch liegen lassen. Dann muss ich nicht verstecken gehen. So. Kann ja nicht wahr sein. Müssen wir uns die Garage irgendwie anders angucken. So. Jetzt komm einfach hierher. Lass dich simpel gesagt abmurksen. Du da hinten? Auch. Und schon wieder verkackt. Ich lass mich töten. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Jetzt hier noch. Oh Gott, die müssen wir zu Ewigkeiten einfach nur dauern. Weil wir noch komplett am Anfang sind. Ah.
Ich sollte aber zur Arschlange einfach. Wir sind schon 10 Minuten rum. Und ich muss so viel machen hier. So, guck mal wieder her. So, wir haben jetzt nur einen lautlosen Panzer. Okay. Dann gehen wir jetzt weiter. Ich könnte jede einzelne Lampe ausschalten. Versuchen wir mal diesen Guy von hinten abzumurksen. Alter, hab ich wieder so arschviel für den Fleck geballert. Wenn ich nicht Steuerung gedrückt habe. So. Scheiße. Ich muss dahin. No good. Not a guy who likes dogs. God. So, wir gehen mal dahin. Mal folgendes. Lass mal gucken, was. Nein, du Hund! Scheiße. Ist ja okay. So. Das ist auch ein Krampfkill. Alleine. Oder auch nicht ganz. You want to give me a hand over here? Let's do this. Pantherkill. Den Laptop haben sie zerstört. Fuck. Das war uncool. Okay. Alles klar. Den haben wir easy weggemacht. War ein Pantherkill. So, die merken jetzt, hier ist wieder was nicht in Ordnung. So, und dann nehmen wir jetzt mal das Ding. Meine Kamera. War ja klar. Komm her, komm her, komm her. He's right there. Hat er sich zurückgestoßen, als Teil? Finde ich mega frech. Oh Gott. Was habe ich für eine Nachricht bekommen? So. Was kann das Ding eigentlich? Nix. Nix, was mich interessiert, sagen wir es mal so. So, was immer hier öffnen. Öffne den Shit mal. In Sicherheitssystem eindringen. Kann man das hier hinterher machen oder was?
Ja, sieht fast so aus. SMI was right. Meant security monitoring station. Never met one I couldn't hack. If you patch Charlie through, we can funnel the video feed into the SMI. I can run facial recognition to locate Nuri. Got him, Sam. He's heading inside. Balcony door looks like a security soft spot. Confirmed. Few shadows might make for easier access. Then we need to kill the power. Any cameras give us a wide view of the estate? Sending it to your offset now. The utility shed by the pool pulls a lot of power. Must be connected to the main breaker box underground. Heading there. Best route's at the back window. Unlocking that for you now. You are go. So. Gucken wir mal. Scheint alles safe zu sein. Gehen wir jetzt mal hier ganz außen rum. Mal gucken, was happen. Guck mal. Zwei Wachen. Runter. Er hat mich auf jeden Fall gesehen. Er wird gucken, kommen und sterben. Ja, okay, er wird nicht gucken kommen, er wird trotzdem sterben. Okay, das war richtig knapp. So. Dann gehen wir mal weiter. Immerhin dauert es so eine Weile, bis wir da hinten sind. Was trotzdem heißt, dass wir uns beeilen könnten. Ach, leck mich doch. Die Aktion nicht möglich, wenn Gegner in der Nähe sind. Jetzt ist aber möglich. Charlie, try rotor online. Telemetry's good. No lag on the data transmission. Alright, here we go. Kleine Mini-Drohne. Okay. Be careful, Sam. It still makes a bit of noise, and the EMP I rigged isn't gonna help. Don't worry. I'll take care of your baby. Komme ich nicht weiter. Müssen wir hier gucken. Schießen. Keine Munition mehr. Ich habe alles verballert. Voll geil. You have to go up. Ich hab's verkackt sozusagen. Jupp, das könnte man echt meinen. Oh, ich muss jetzt hier rechts lang. Was soll einer sagen? Okay, Sam, you're coming up on the breaker box. War so klar. It still makes a bit of noise, and the EMP I rigged isn't gonna help. Don't worry, I'll take care of your baby. Ouch. Einen Haftschocker abfeuern haben wir also. You have to go up. Na
dann gehen wir mal ab hier. So. Oh, ich krieg wieder Nachrichten ohne Ende. Oh man, nice. Das heißt, den einen Typen hier vorne werden wir jetzt gleich ausschalten müssen. Okay, Sam, you're coming up on the breaker box. Nicht genau den da. Und dich auch. Nice von dir. EMP is primed. Here we go. Was muss ich machen? Steuerung zu. Bam! Party started. Ah, war eine Bombe. We've got visual confirmation. The compound is dark. Alles klar. He's gonna lock himself in the panic room. I need that location. Still working on it. I flagged two potential routes into the mansion. Balcony access and side door. Uploading to your opsat now. Damn it. We've got a problem. Power's out! Check the basement! Move it! Alles klar, wir gehen wieder auf Killerjagd. Ich muss einen nach dem anderen ausschalten. Macht Sinn. Da ist wieder so ein Fix-Titter. Stirb einfach, du Hund. Die Waffe schon nehmen hier. Der Drecksack hat mich halt auf jeden Fall gesehen. Leute! Dann geht hier gleich mal richtig die fette Party ab, ey. Komm ich jetzt dahin? Wie komm ich denn dahin? Doch überall sind jetzt hier Tore zu. Nein, schon nicht lang. Auf jeden Fall, Mann. Die Rohre. Das Rohr, genau. Das bringt mich weiter. Sam, we've got a problem. SMI shows a black truck driving past Nuri's estate several times. I'm hearing Farsi on military-grade radio frequencies. Keep an eye on it. Grim, panic room was a prefab? Yes. Built with high-grade titanium alloy. Should be nice and bright on your goggles. Was mache ich hier eigentlich? Was suche ich eigentlich? Sam, I'm looking over these blueprints. Nuri's installed infrared lasers that will set off alarms if you break them. Was passiert, wenn ich das mache? Also kann ich den Laser ausschalten. Okay. Das ist nur die Frage, was muss ich hier machen? Benutzen wir mal ein bisschen Tränengas hier. Jesus. Granada! Cuidado! Ach, leck dich. Steht einfach an den Tränengas, ja? You're asleep with your goggles. Oben. Ha, shit. Oh Gott, keine 5 Minuten, keine 5 Meter gelaufen, alles rausgeschmissen und tot. Shit. Grim, Panic Room was a prefab? Yes, built with high-grade titanium alloy. Should be nice and bright on your goggles.
Ich will den Panic. Sam, I'm looking over these blueprints. Nuri's installed infrared lasers that will set off alarms if you break them. So, wir wollen mal da lang auf jeden Fall. Okay. Was ist das hier? Hang on. Got to check something out. Don't get distracted. Ich zweifle den Typen, Alter. All clear. Confirm. Pick it up and keep moving. Darauf habe ich nur gewartet. Okay. Why don't you check out the next area? Do a sweep with your goggles. So. Panic Room finden. Das ist leichter gesagt als getan, wenn ich ehrlich bin. All clear. You all right over there? Das ist echt nicht easy. Den machen wir mal weg. Jetzt sind wir hier im Schlafzimmer. Oh, jetzt sind wir hier wieder, was da ist. So, genau, du gehst mal schön gucken. Währenddessen töte ich dich. Alle sterben. Ausnahmslos. Ich muss mal gucken, was da hinten ist. Coben's best guess is somewhere on the upper floor. Er lungert da noch einer rum. Boah, geil, Billardtisch. Da ist er. Da ist der Panic Room. Ich glaube, ich bin nicht reingekommen oder so, ne? Gucken wir mal da hinten. Maldita sea. Ach, lieber mal mein ganzes Magazin verballern, als erwischt zu werden. Da haben wir noch irgendwas. Oh shit. Nothing to report. Jetzt kommen gleich zwei. Einen habe ich jetzt fast drin. Na komm. Beide haben. Do a sweep with your goggles. Den natürlich durch die Wand. Wow. Da ist das Ding. Located the panic room. The door looks like it's 8 inches of steel. Nuri spared no expense. You're better off trying the ceiling, it's thinner. Was sagt mir mein Scanner noch? Pon mir alguien en ese balcón. Okay, 5 Meter da. Alguien fue a chequear la cochera? Was haben wir hier in 5 Metern? Hm.
Unter mir, also. Ich muss unter mir irgendwas aktivieren, damit ich das machen kann. Jetzt bin ich eigentlich der Falsche, um herauszufinden, was ich aktivieren muss. Komm. Fällt ja kaum auf, wenn hier so ein Top Agent ist, ne? Me copian en la cochera, cambio. Vamos ahora, cambio. Dahin. Ganz knapp. So, jetzt gucken wir mal kurz. Da. Ach so, das waren nur so Dinge. Wie komme ich jetzt in den Panic Room rein? Irgendwas hier unten. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich gerade eben fast in so ein Ding reingelaufen bin, der ja fast alles getötet habe. Ah ne, hier ist noch einer. Ah. Das dürfte eigentlich soweit mal gewesen sein, ne? Was? Jetzt muss ich wieder hochgehen? Hier gibt es einen Sinn? Bei dem Panic Room. Ja doch, macht natürlich Sinn. Aber wie komme ich da rein? Da. Durchbrechen. Der Panic Room ist dort. If I wanted money, I'd break into a bank. American, the Iranis didn't send you. What does Iran want with you? Perhaps we should address our more immediate problem. Sam, truck's outside. It's a hit squad. They're kicking in the doors. My money's on Cud's force. If you can arrange my safe exit, I promise I can reward you. Every man has his price. I want information. Majid Sadiq. Regrettably, even if I knew this man, I couldn't tell you. My business depends on this rule. And every rule has its exception. I'll give you Sadiq. Good thinking. Follow me. I built an underground escape tunnel below the mansion. It leads to my private dock. Lol. You take care of them. Stay right here until you do. Be ready to move. Dahin müssen wir. Escape tunnel below the mansion. It leads to my private dock. Right here until you do. Be ready to move. I see them.
Folge sehen wir einfach mal. They're here. Stay calm. Den musste ich mal kurz ausschalten. Der kam ja angerannt, wie so ein Wirrer. We're clear, let's move. Where's this tunnel, Nuri? We're close! Ja, das war sogar ziemlich offensichtlich hier. We're almost at the entrance. Na komm, mach. Ich folge dir schon. Ich hoffe, wir sind noch nicht im Tunnel, das wäre nämlich ziemlich peinlich. Grim, we're approaching escape tunnel. Give me options. Option. The river's your only one. I see a boat at Nuri's private dock. Ah, das geht schon. I could get the gun from the weapons cache ahead. No. If I get shot, it won't be in the back. Ah, wir können unsere Munition wieder aufstocken. One out of here and start talking about Sadiq. It's a simple arrangement. He gives me cash and I send him soldiers. Yeah, what are the soldiers for? For none of my business. Was machst du jetzt schon wieder? Let's move. Not so fast. You've got to be kidding me. Is this how you treat the people you're trying to protect? Stay quiet. It'll be easier for both of us. Beeilen wir uns mal. Hey, nicht so. Verdient, Mann, verdient. Ich hab alles daneben gesetzt, was daneben gesetzt ist. Is this how you treat the people you're trying to protect? Stay quiet. It'll be easier for both of us. Aber diesmal nehmen wir dann. Ja, wir können halt die Sache nehmen hier. So. Diesmal geht's doch. So, ich mach noch 104 Meter. Ich muss mich beeilen hier. This is a bad idea. Pissing off Cut's force is a bad idea. This is what comes after. So. Ah nee, lass ihn lieber kommen. Wir wollen uns nicht entdecken lassen. Ah, dann müssen wir safe machen. Mal ausschalten haben wir. Nutzen wir lieber. Dann weiß er nie. Dann weiß er nie. Sieht nämlich so aus, aber schon fast da. Copy. So, dann können wir es hier nämlich zurück runtergehen. Und zum Boot kommen. Ach!
I want names. Here. This file contains the names and passport numbers of all the operatives I sent Sadiq. Grim, I'm sending you a file from Nuri's phone. Verify it for me. Copy. We don't have time. You expect me just to trust you? Sam, you've got to move. They're almost on top of us. Yeah, sure sounds like it, doesn't it? Nuri's file checks out. Get out of there. Mission geschafft. Aber easy. Und das in 40 Minuten. Die Missionen werden ja mal kürzer. Ich habe am Anfang gedacht, das wird so ewig lang. Wir sind aber voll durchgerusht, wenn ich ehrlich bin. 28 Stealth Kills gemacht. Sollte man auch einiges gemacht haben, das ist scheiße. 35 Minuten die Mission. Krass. Wie schnell. Hätten wir vielleicht was sauber arbeiten können. Our payment is cleared. 95.000 habe ich bekommen. Ja, für so eine kleine Mission geht das aber voll klar. How useful is the intel from Nuri? We're having a look at the passport numbers now. With any luck, we should get a trace on Sadiq's people soon. Hey, how come you let him go, but I'm stuck in here with you idiots? Because you're useful in here, he's useful out there. DC suspects Iran may have a hand in the blacklist. Nuri could be one of their operatives, and you just left him on the ground. It's called turning an asset. It's a mistake. The situation with Iran is too volatile. It sounds like you've been chatting with the president. Next time you two talk, be sure to mention this. Charlie? A tracker. I got an idea from your email trace and installed a virus on Nuri's phone. We got GPS, voice, data, and there's a good chance he'll infect his computer before he swaps phones. We're gonna get way more out of Nuri this way than if we had him locked up with Coben. I disagree. You don't care. I got it. I'll shut up. Look, all you're getting out of Washington is maybes. I'm getting us intel. You're gambling with a war. Sadiq already started a war. It's up to us to find a way to end it. Let's keep working on those passports. We need a lead, and we need it now. Okay, dann wollen wir noch kurz hier reingucken. SMI benutzen. Ausrüstung. Welches Display ist noch? Ausrüstung A. Ops-Anzug. Torso. Entweder gehen wir auf Stealth. Aber bin ich schon fast dazu, wenn ihr nicht das Taktikteil einfach damit wir häufiger leiser töten können. Handschuhe. Die eines Geheimagent-Namens. Und für 25.000 passt keine Hose mehr rein. Stiefel würden noch gehen. Lichter. Eine 450er Wellenlänge. Ne. Dann nehme ich lieber noch die Stiefel. Noch 8.200 übrig. Da kann man nichts mehr Gescheites von kaufen. So. Zurück. So. Dann an dieser Stelle nochmals vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich. Ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen, wenn es wieder heißt Let's Play Splinter Cell Blacklist. Tschüss!